Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich möchte euch diesmal zeigen, wo ihr am einfachsten die Pokémon Knospi, Roselia und Roserade fangen könnt und werde euch dann noch sagen, wie man die entwickeln kann bzw. wie das mit der Zucht abläuft. Gut, wir starten mit Knospi, das wir hier beim Mülzersee Osten finden. Und im Übrigen, wir können für alle drei Pokémon das Wetter bewölkt nutzen. Bewölkt wäre der 1.3.2020. Gut, wir sind jetzt hier beim Mülzersee Osten, haben bewölktes Wetter. Knospi kann hier zu einer 45% Spawnrate spawnen als Ausrufezeichen. Deswegen schauen wir gleich mal. Hier haben wir schon eins. Ein Pikachu. Ja, Knospi sollte aber jetzt dann gleich kommen. 45% ist eigentlich sehr, sehr gut. Kann man auf jeden Fall mitleben. Gut. Ah, aufpassen, dass man nicht in die anderen rein rennt. Die sind alle sehr aggressiv hier. Prost. Ja, hier ist ein Ausrufezeichen. Und wir haben es gefunden. Sehr schön, das zweite schon. Knospi. Ja, mit 45% Chance sollte das sehr easy und schnell gehen. Gut, dann gehen wir gleich weiter zu Roselia. Roselias Platz ist in der Wonnenwiese. Da porten wir uns jetzt hin. Und zwar zu einer 100% Chance, das wird immer hier sein. Bei fast jedem Wetter, außer bei den Wettern Gewitter und Schneesturm. Genau, bei Schneesturm. Bei Gewitter und Schneesturm wird Roselia nicht hier sein. Ansonsten wird es immer hier sein. Hier hinten nämlich. Ja genau, hier ist es versteckt, da läuft es rum. Man muss ein bisschen die Augen aufmachen wegen dem Grün und es ist so klein. Aber ja, hier ist das eben bei fast jedem Wetter auch ganz easy zu catchen. Gut, dann gehen wir zum letzten gleich und das ist Roserade, die wir hier beim Chlorplateau fangen können. Und zwar düsen wir hier jetzt nach links rüber und hier ist es auch so, Roserade kann bei dem Wetter bewölkt oder Nebel auftauchen. Bewölkt, wie gesagt, der 1.3., Nebel wäre der 1.6. Gut, wir fahren da bis ganz nach hinten hier und... Hier ist es nicht. Ich habe mich vertan. Sorry, Leute. Wartet schnell. Hoppala. Hoppala. Nee. Roserade ist gleich hier hinten. Ich habe den Standort verwechselt. Hier, genau. Sorry, Leute. Voll den Standort verwechselt mit einem anderen. Also, wenn ihr hier vom Chlorplateau kommt, hier so an der Mauer entlang und hier ist das dann. Bei bewölktem und bei nebligem Wetter hat das auch eine 100% Rate hier. Ja gut, nun zu den Entwicklungen. Damit ihr Knospi zu Roselia entwickeln könnt, müsst ihr einfach schauen, dass die Freundschaft hoch genug ist und es muss Tag sein. Okay, in der Nacht kann es sich nicht entwickeln, nur bei Tag und wenn halt die Freundschaft hoch genug ist. Gut, damit Roselia sich zu Roserade entwickelt, müssen wir ihr einfach einen Leuchtstein geben, ganz easy. Und jetzt mit der Zucht. Mit der Zucht ist es nämlich so, wenn ihr ein Roselia jetzt einfach in den Hort reinpackt, mit einem Ditto oder was auch immer, dann wird immer ein Roselia rauskommen als Ei. Und damit aber Knospi als Ei rauskommt, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr Roselia einfach das Item Rosenrauch zum Tragen geben und es dann in die Pension abgeben. Und dann wird ein Knospi kommen. Zur Info, falls ihr das nicht wisst, hier in der Wasserstadt in Kilton ist unten so ein kleiner Markt und da ist eine Frau, glaube ich, oder war es ein Mann? Ich glaube eine Frau, die verkauft lauter so verschiedene Räucher, ja, die man auch eben für viele Baby-Pokémon braucht zum Züchten. Ja gut, das war's mit dem Video. Ich verabschiede mich, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!